Wir haben heute den 29.01. Hallo, ich grüße dich. Ja, das ist eine doch recht lockere, witzige Konstellation. Zumindest ist das die Idee heute. Lockeres, spielerisches, leichtes, Ausdrucks-, Austauschbetontes zu fördern. Ein sehr guter Tag für Intellektuelles, für Wissen, für lehrreiches Lernen und Lehren und das Gelehrtenbetonte und irgendwie das Wissenschaftliche auch, ein guter Analytikertag und ja, also das sind Dinge, eben zum Beispiel auch Freiheit und Unabhängigkeit mit 9 und 1, also das kommt noch dazu, auch das kannst du üben, falls du Lust hast und sonst eben einfach ja, da dich mit dem Kopf zu betätigen, in welcher Art und Weise das jetzt immer auch ist. Ja. In der Kommunikation, die 30, ja, da ist so ein bisschen unbestimmt, also grundsätzlich kann das sehr angeregt sein, dynamisch sein. Die 3, aber mit der 0 davor weiß man nicht, das kann sich so, also Gespräche können sich in alle möglichen Richtungen bewegen, aber auch zum Beispiel Überraschungen bringen und so, und das kann sich im Gespräch auch irgendwelche Veränderungen zeigen, genau. Menschen, die am 29.01. geboren sind, die können sehr intelligenter, schlauer, ich weiß jetzt nicht, schlau ist das Hochdeutsch, intelligenter, schlauer, smarter Natur sein, also die können da wirklich einiges drauf haben, ob das jetzt Tüftler, Forscher, Wissenschaftler, Gelehrte, Weise, Schreibende, Dichter, spezielle Denker, Philosophen sind, also das liegt alles drin und auf alle Fälle kann es für diese Menschen Sinn machen, sozusagen das ganze Leben lang diese und jene Studien zu betreiben und immer wieder irgendetwas zu lernen, aber auch zu vermitteln. Das ist sowieso gut für Menschen, die am 9., 19. oder 29. geboren sind, eben da auch gerne vorzutragen, Wissen weiterzugeben, sowieso eine nach außen gerichtete Rolle zu spielen, eben auch vielleicht gerne zu verkaufen, sich gerne in Szene setzen, auch ein bisschen originell und schauspielbetont zu sein. Das passt jetzt zu 29.01. Diese Menschen können eine kommunikative Verbindung haben zu Leuten, die zum Beispiel am 20.10. geboren sind, gibt auch 30, oder sonst eine Kombination, da gibt es inzwischen sehr, sehr viele. Und ja, dann wünsche ich dir einen möglichst lockeren, in dem Sinne leichten, philosophischen, analytischen, irgendwelchen Tag. Ja, du verstehst schon. Wir sehen uns morgen wieder, falls du magst, und ich danke dir für dein Interesse. Ciao.